Sind The Nosferatu! Thank you.
Es folgt das Finale, das ist spektakulär und beeindruckt sie gar noch etwas mehr. Während einige hier vor Begeisterung schreien, werde ich leicht außer Atem sein. Mancher oder manche hat sich verliebt. Sie alle staunen, dass es mich gibt. Alles, was ihnen hier gerade geboten ist, in Teilen der Welt tatsächlich verboten. Ja, missfällt Ihnen dieses wüste Erleben, möchte ich eins zu bedenken geben. Die Qualität einer solchen Nummer schafft vor allem Ihre Vorstellungskraft.
und sprang er nicht über der lüsterne Funken, ja, dann haben sie womöglich zu wenig getrunken. Aber tat er es ein außerordentliches Vergnügen und das erste Mal, dass ich wirklich 3 Tage hier lesen durfte und besonders schön an 3 Tagen 3 verschiedene Lesungen mit euch zu machen. Ich weise gerne noch einmal darauf hin, dass dieses Festival wirklich eins der schönsten ist, die ich kenne, was vor allem daran liegt, dass dieses familiäre Gefühl aufkommt. Davon seid ihr genauso Teil wie dieses Team, das mit Begeisterung hier mitwirkt. Und ich freue mich darauf, nächstes Jahr wieder mitspielen zu können. Ansonsten weise ich gerne auch noch mal darauf hin, habt keine Scheu, die Hüpfburg zu benutzen. Das war gestern Abend ein großer Exzess nach allem, was ich gehört habe. Und ich laufe jetzt noch ein bisschen rum, falls jemand Konversation betreiben will. Bedauerlicherweise, meine merkantilen, mangelnden Talente führen dazu, dass ich nichts dabei habe, um es euch zu verkaufen, weil ich euch lieber was erzähle, als euch was zu verkaufen. Das ist unpopulär, aber ich wollte keine Info mehr nehmen. Davon ab werde ich nicht mal Werbung für Patreon machen. Stehe aber gerne für Fragen zur Verfügung. Möchte jemand vor Publikum eine Frage stellen? Ja, die junge angetrunkene Frau, die ich jung nenne, damit... Ich habe dich jetzt jung genannt, damit du dich gut fühlst. Sehen ja alle, dass du alt bist. Was denn? Ja. Definitiv älter. Ja, scheiße. Ich werde tatsächlich dieses Jahr 50. Das ist echt... Ne? Ich wollte auch auf der Hüpfburg springen, bevor ich 50 werde. Das ist bei mir wichtig. Den Applaus nehme ich gerne. Ich hätte selbst nicht damit gerechnet, 50 zu werden. Das Leben war manchmal schon, aber gut, das kennt ihr. Das war eine sinnreiche Frage. Auf einer Frage kann man nicht stehen. Du stellst gleich noch eine Frage. Das ist echt. Genius. Sex bomb boogie. Yeah. A bit of sex, a bit of bomb, and a bit of boogie. All five. Yeah.
Selected, the thoughts are shared by every one of us.
wird ausgenockt und ich freue mich einfach, eine ganz liebe Freundin zu sehen, die heute einfach heute hier dabei ist, um genau mit euch, mit uns und dieses wunderbare NCN zu einem fulminanten Abschluss zu bringen. Und wer schon mal hier war, das war ja der eine oder die andere schon mal, weiß genau, was aber jetzt zuerst kommt. Und das ist mir persönlich mega wichtig. Wenn ihr hier auf dieser Bühne an diesem Wochenende einen super Klang gehabt habt, Lichteffekte und einfach richtig Spaß, dann ist jetzt der Moment, einfach euch bei der Technik-Crew da oben am Pult hinter mir zu bedanken. Simon, Bela, Tino und Jörg, von Herzen nur für euch. Dankeschön. Ich denke, den Rest kann man kurz machen, oder? Ihr wisst, wer jetzt kommt. Ihr wisst, was jetzt kommt. Und ihr wisst, was euer Auftrag dabei ist. Arme hoch und begrüßt mit mir, mit einem Wahnsinnsapplaus, die Krups! We're not on the side.
du auf meine Zukunft. Wie der Problem ist reich. Und wir sind um in der Vorzeit. Weil es ist ein Zorn. Und ein neuer Verbrauch. Solltet ihr uns jetzt erstmal gesehen?
Wir sind hier, glaube ich, das dritte oder vierte Mal. Bin gar nicht sicher. Irgendjemand von euch weiß es besser als ihr, denke ich. Das nächste ist was für die Jungs aus dem Ruhrgebiet. Aber nicht nur, hier ist die Schutzfabrik. Bitte. Das Ding mal aus.
Wartet mal einen kleinen Moment. Bekommen wir diesen Verstärker hier mal aus? Nein. Danke dir. Super. Jawohl. Er hat's getan. Super. Danke vielmals. Alles okay. Jetzt verstehe ich mich auch ein bisschen besser. So, wie gesagt, es ist mir jedes Jahr mittlerweile eine Ehre, meine Familie hier auf die Bühne zu holen. Die Menschen, die mir alles bedeuten, die das hier mitmachen. Und ich würde jetzt auch das Mikro Manja übergeben. Nein, nein, Manja, geh nicht weg. Manja und Anne, kommt bitte vor, alle beide, alle beide. Anne hat eine Stimme wie eine IBMerin. Manja hat eine Stimme wie eine, ich würde mal sagen, Prinzessin. Und ich übergebe jetzt. Also mein Chef hört mir leider nie zu. Das würde der wissen. Ich habe zu dir gesagt, ich möchte das Wort Chef nie hören. Okay, also der Holger hört mir nie zu. Sonst würde der wissen, ich bin alles, aber keine Prinzessin. Maximal haben wir hier so einige vor uns stehen. Da ist jemand im Pink zum Beispiel, wie auch immer. Liebe Leute, ihr wisst, was jetzt kommt. Habt ihr vorher mal Grups gemacht? Ich bitte euch vom Herzen für diese total verrückte Bande, wo ich ein Teil sein darf. Und Anna auch. Komm ran. Jetzt diesen Applaus! Sie sind verrückt, sie sind bescheuert, sie sind grandios, sie sind unheimlich gut. Und du gehörst hier nicht an die Seite, du gehst in die Mitte. Anne, Anne, Peter, Rani, Chris, Ronny, wir haben den Merch, wir haben hier einen, der passt nicht mehr drauf, das ist gut. Kommt ran, kommt einfach vor, genau, die Jugend. Juhu! Und unser Guido, richtig. Wir haben uns überlegt, wir machen ja gleich ein bisschen Spaß. Auf die Plätze, fertig. Und der Holger sitzt gleich auf dem Stalofon. Das hätte ich gern gesehen. Liebe Leute, es war grandios. Holger hat uns gestern so einen wahnsinnigen Vorgeschmack auf nächstes Jahr gegeben. Und alle, die wiederkommen, sind herzlich willkommen. Alle, die ihr neu mitbringt, natürlich auch. Lasst uns dieses NCN weiterleben. Lasst uns feiern. Habt heute einen schönen Ausklang. Kommt gut und heile nach Hause. Und nehmt dieses wunderbare Gefühl, Welt aus, NCN an, mit nach Hause. Wir haben euch echt gern. Danke. Zum Abbau, Freunde.